Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Nutella-Tiramisu für euch. Die klassische Version gehört bereits zu meinen Lieblingsdesserts, aber ich muss sagen, dass mir diese Version mindestens genauso gut geschmeckt hat. Sie besteht wie auch beim klassischen Tiramisu aus in Kaffee getunkenen Löffelbiskuits, aber dann kommt eine leckere Mascarpone-Sahne-Creme mit Vollmilchschokolade und Nutella. Ich habe keine rohen Eier verwendet, da ich sie wirklich nicht als nötig empfinde. Ohne schmeckt das Tiramisu meiner Meinung nach genauso gut. Für die Optik habe ich mich für eine Kastenform entschieden und die Ränder mit Mandelblättchen bedeckt. Gemeinsam mit den Tupfen obendrauf ist diese wunderschöne Version eines Tiramisu entstanden. Von außen wie von innen ist dieses Dessert einfach wunderbar geworden. Legen wir also direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht Löffelbiskuits, dann noch kalten Kaffee und Sahne. Zudem kommt jetzt natürlich Nutella und etwas Wollmilchschokolade, Mascarpone, Sanapat und etwas Vanillezucker. Wir starten mit der Sahne und die sollte jetzt auch richtig schön kalt sein. Schlagt sie gemeinsam mit dem Vanillezucker eine halbe Minute auf, fügt dann Sanapat hinzu und rührt so lange weiter, bis sie schön fest geworden ist. Die Vollmilchkuvertüre habe ich über einem Wasserbad geschmolzen und unter die Nutella-Creme gerührt. Die Nutella-Schokolade, so nenne ich das jetzt mal, fügt ihr dann gemeinsam mit dem Mascarpone in eine Schüssel und verrührt das Ganze für eine halbe Minute. Im Anschluss wird die Sahne dann portionsweise untergerührt. Jetzt kommt noch das restliche Sanapat mit hinzu und wird kurz untergerührt, also für circa eine halbe Minute bei niedrigster Stufe. Dann ist die Nutella-Creme auch schon fertig. Die müsst ihr jetzt abdecken und für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben, damit sie schön fest werden kann. Und in der Zwischenzeit könnt ihr auch schon mal den Kaffee kochen und abkühlen lassen. Ich verwende eine große Kastenform, welche ich mit etwas Backtrennspray eingesprüht habe, da ich sie mit Frischhaltefolie auslegen werde. Und das gesamte Innere der Form sollte jetzt mit ausreichend Folie bedeckt werden. Die kalte Creme wird nochmal kurz aufgeschlagen und dann geht es auch schon ans Schichten. Die Löffelbiskuits tunkt ihr jetzt in den kalten Kaffee und je nachdem wie weich ihr sie haben möchtet, könnt ihr sie etwas kürzer oder länger in den Kaffee tunken. Ich mache das immer für circa eine Sekunde. Und da die Form später gestürzt wird, solltet ihr die Biskuits verkehrt rum hineingeben. In meine Form passen pro Schicht 7,5 Löffelbiskuits, da sie zum Schluss nicht mehr ganz hineinpassen und halbiert werden müssen. Die Creme teilt ihr euch dann in drei und hebt ein Drittel für später auf. Verstreicht nun die erste Schicht gleichmäßig über die Biskuits. Das macht ihr dann so lange weiter, bis ihr insgesamt zwei Schichten Nutella-Creme und drei Schichten Löffelbiskuits habt. Ihr deckt das Tiramisu dann ab und packt es in den Kühlschrank, damit die Creme schön fest werden kann. Ich lasse es am liebsten über Nacht kühlen, aber falls ihr dafür keine Zeit habt, reichen auch 4 Stunden aus. Das Tiramisu stützt ihr dann auf eine Servierplatte und ich benutze hier eine lange Holzplatte und ihr löst sie dann vorsichtig aus der Form, entfernt dann die Frischhaltefolie und streicht die Seiten erstmal schön glatt. An einigen Stellen verstreiche ich dann noch etwas von der Creme, die wir vorher aufgehoben hatten und ziehe dann auch nochmal alles schön glatt. Ich habe die Ränder dann noch mit Mandelblättchen dekoriert, welche ich vorher etwas zerdrückt habe. Ich finde, das gibt dem Ganzen eine tolle Optik, ihr könnt sie aber natürlich auch weglassen. Die restliche Creme habe ich vorher in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle gefüllt und die spritzt ihr dann in Tupfen gleichmäßig auf die Oberfläche. Ich habe mich hierbei an den Löffelbiskuits orientiert. Bestäubt euer Nutella-Tiramisu erst kurz vor dem Servieren mit reichlich Backkakao. Wenn ihr das vorher machen solltet, wird der Kakao durch die Feuchtigkeit im Kühlschrank aufweichen und ihr habt dann nicht mehr diese schöne Optik. Die Ränder habe ich noch kurz mit einem Pinsel gesäubert, aber die könnt ihr natürlich vorher auch mit etwas Folie abdecken. Und danach ist das Tiramisu auch schon servierbereit.
Und fertig ist das super leckere Nutella-Tiramisu. Ich finde, diese Version ist wirklich rundum gelungen, deine tolle Alternative zum klassischen Tiramisu. Auch die Optik durch diese Kastenform, gemeinsam mit den Tupfen obendrauf und den Mandeln an den Seiten, sieht richtig appetitlich aus und lädt direkt zum Essen ein. Man kann es natürlich auch in einer Auflaufform oder in Dessertgläsern zubereiten, aber ich finde vor allem, diese Optik sieht richtig toll aus. Ich muss auch sagen, dass mein Mann zum Beispiel überhaupt kein Fan von Tiramisu ist, aber dafür Nutella liebt. Und diese Version hat ihm richtig gut geschmeckt, sodass ich mein Tiramisu nicht mehr alleine essen muss. Wobei ich auch kein Problem damit habe, eine ganze Portion Tiramisu nur für mich zu haben. Den Kaffee schmeckt man auch noch gut raus, aber nicht so stark wie bei der klassischen Version, wobei ihr die Stärke des Kaffees natürlich auch selber entscheiden könnt. Man kann ihn auch weglassen und die Löffelbiskuits dafür in Milch oder Kakao tunken, aber für mich gehört Kaffee einfach in jedes Tiramisu-Rezept mit hinein. Probiert diese Version mal aus und schreibt mir, wie sie euch geschmeckt hat. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal!